So, und da bin ich wieder. Also, muss ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt gegoogelt, wie man da rüberkommt, weil auf das wäre ich, glaube ich, nie gekommen. Ich gehe kurz nochmal zurück. So, und zwar muss man hier sich vor die Blöcke hier stellen und diese dann einfach anrempeln und dann fliegt man so nach hinten. Also, ich glaube, auf das wäre ich wirklich nie gekommen. Aber gut. So. Und da sind ein paar Feen. Bei mir lag gerade voll der Sound, aber ich glaube, das dürfte nur bei euch sein. Bei mir sein. Warte mal ganz kurz. Das muss ich mir ganz kurz anschauen. Da muss ich ganz kurz meinen Port, also den Eingang von meinem Bildschirm umstellen auf dem PC. Müsste dann an dem hier liegen. Mache ich das kurz mit zu, jetzt höre ich gar nichts mehr. Ihr müsstet alles noch ganz normal hören, hoffentlich zumindest. Hoffe ich zumindest. So, mach hier das Legato-Dingens nochmal neu auf. Ich bin jetzt ausgeführt? Nö, oder nicht? Jetzt. Okay. Womöglich hattet ihr jetzt auch gerade einen schwarzen Bildschirm. Aber es sollte jetzt alles wieder normal laufen. Hoffe ich zumindest. Okay, keine Ahnung, was das schon wieder war. So, übrigens, ich bin gerade vorhin draufgekommen, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, wann ich die Cuts gesetzt habe. Aber ja, werde mal schon irgendwie merken. Ich glaube, 3 oder 4 waren sie jetzt. So, und wir gehen hier wieder nach oben. So, das war dieser schreckliche Raum, ich weiß schon wieder. Wobei die Räume hier jetzt nicht so schlimm sind, weil hier gibt es nicht diese Selbstschussanlagen. So. Der Raum wird schon wieder schlimmer. Ja, gut. Einmal hat uns getroffen, es ist okay. So. Das Herz. Oh, das waren alle. Sehr nice. Okay, auch dieser Raum ging ganz überraschend gut. Oh Gott, aber es geht ja weiter. Das sind Stacheldinger, das sind die Selbstschussanlagen. Und Gegner, die nicht sterben, obwohl ich sie treffe. Schneller durch. Jawohl. Zum Glück haben wir schon die Rüstung. Perfekt. Ich könnte da theoretisch so machen. So. Perfekt. Na, weg. Gut. Hier gibt es aber sonst eh nichts. Nö, passt. Ah, genau, hier sind wir stehen geblieben. Weil da diese hier. Wenn ein kleiner Zwist, aber wir müssten nach 2 Wertschlägen eigentlich tot sein, ja. So, den müssen wir noch 2-mal treffen und dann war's das eh schon. So, du entkommst mal nicht. So, was haben wir hier? Die Tür ist auf jeden Fall zu. Ah, Herz. Okay, Tür ist zu, aber wir könnten wieder eins nach oben. So, was haben wir hier im... Kann man dem ein Schild abwehren? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Ah, shit. Das wäre ja auch zu einfach. Ich probiere es mal aus.
Okay, der trifft mich hier nicht. Okay, ne, kann man nicht mit dem Schild abwehren. Aber die muss man töten. Sonst geht die Tür, glaube ich, nicht auf. Ah, oh, Gott sei Dank. So, was haben wir hier? Schönes. Es wirkt da Aug. Wirkt ein Gegner. Schnell dadurch. Schnell dadurch. Okay, und dann können wir gleich weiter. Mhm. Tauchen die immer an derselben Stelle auf? Ja. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt ist es am einfachsten, wenn wir es so machen. Perfekt. Nächster Raum ist erledigt. Ah, oh, shit. Okay, gut. Wenn das nur das war, ist okay. So, Kollege. Viel Spaß. Was, was? Genau deswegen haben wir doch die Besiegte noch. Und wir gehen weiter. So, 4 Fackeln, 1 Feuersäule. Und das. Und das. Und das. Ich werde mal die Vasen hier mal wegmachen. So. Und jetzt überlege, wie ich das am geschicktesten mache. Weil der Feuerball fliegt genau nicht hier durch. Das ist nämlich doof. Gut. Das wäre auch erledigt. Da gibt es noch einen Raumschmied in dieser Etage, aber... Da. Aber, ich glaube, da gibt es keinen Zugang dafür. Das heißt, man muss hier irgendwie... runterfallen. Würde ich mal... Ja. Und zwar in dem großen Raum dann da drüben. Okay. So, sind das schon für ein Scheiß? Da muss man gleich nach oben. Ah, shit. Puh. So, pass auf, das macht man wieder so. Einmal so. Dann macht man gleich das. Eigentlich hätte ich mich geschützt. Man hat ja nicht mal Zeit, dass man sich den Raum irgendwie anschaut. Ja, ich weiß, dass man das wehtut, aber ich muss mir das anschauen vorher. Okay. Boah, Alter. Was? Was hat das für eine Räume, bitte? So, wir müssen... Ah, da hinten ist der Schlüssel, okay. Da ist der Schlüssel auf jeden Fall. Was haben wir hier? Bomben, okay.
Ich weiß, was in dem Raum ist. Scheiße. Ich weiß ganz genau, was uns in diesem großen Raum erwartet. Das ist kein Zufall, dass man hier runterfliegen kann. Und wenn ich mich zurückerinnere, haben wir den Boss aus dem ersten Dungeon und den Boss aus dem zweiten Dungeon schon besiegt. Und ich... Boah, na, ich will nicht. Ich will nicht. Da werde ich hundertprozentig den machen, das sage ich gleich. Ups. So, da müssen wir den kurz mal triggern. Komm mal. Geht natürlich nicht, dann machen wir es so. Schnell dadurch. Wobei, vielleicht geht er mit dem Stab besser. Das könnte ich probieren. Wir haben keinen Schlüssel. Geht sich das aus? Nö. Ah, doch, so geht's. Okay, das haben wir eingesperrt, das ist ganz cool. So. Da ist der Schlüssel, das war zu erwarten. Na, das Herz will ich auch noch haben. So. Aber wenn ich jetzt, glaube ich, mehr Herzen verloren habe, alles gewonnen, aber egal. Kommen wir jetzt in den großen Raum. Ja, also, my prediction, da ist der Moldorn. Ja, es war so klar. Ich probiere das mit dem Stab aus. Hi! Sehr viel easy, aber ich muss trotzdem, ich muss es einfach einmal machen. Da ist eine Kiste. Geht's da gleich wieder hinauf. Weil ich nämlich den Raum erforschen muss. Droppt ihr Herz zufällig? Oh, das sind wieder, wenn die so selten auftauchen, sind das meistens so, Magier, die unendlich spawnen. Ah, wir kommen sowieso wieder in diesen Raum. Alles. Und er lebt wieder. Ja, gut. Aber das ist trotzdem halb so schlimm. Weißt du, warum ich mich so aufgeregt habe bei dem Boss? Der ist echt easy. Da. Irgendwo da war die Kiste, genau. Hier. Und da findet man einen Robin. So, einmal hier und hier und hier. Und dann können wir da durch. Oh. Sonst ja, gibt es hier eh nichts mehr. Hm. Huch, also was? 18 Uhr ist schon wieder. Ich brauche einen Trank. Keine Ahnung, warum man denen die Maske nicht mehr vom Kopf ziehen konnte. Das konnte man doch immer mit dem Fanghaken machen. Was macht man so? So. Boah. Ja, wir versanden nur von denen schnell weiter. Kurz überlegt, ob ich die Gegner besiegen soll. So, okay, ich glaube, wir sind jetzt hier. Problem ist, wir haben nur mehr noch Affe. Okay. So, na gut. Dann schauen wir mal. Du Arganim. Das ist großartig, dass du hierher gekommen bist. Ich bin wirklich wieder sehr glücklich, dich zu sehen. Aber du solltest besser glauben, dass wir uns nicht nochmal, oder dass wir uns nochmal ein drittes Mal treffen. So. Boah. Mach dich bereit für dein Verderbnis.
Er macht ernst auf jeden Fall. Aber ich schieße ja mehr alles zurück. Das ist eine blöde Position. Ah, okay, das tut weh. Und ich glaube, ich kann ihn tatsächlich auch nur mit seiner Kugel schädigen. Oder nicht? Okay. So, das war mal die erste Phase anscheinend. Oha. Oder er ist tot? Hä, den Goku gibt es auch in der Schattenwelt. Jetzt geht es aber da rein. Okay. Soll ich mit Scheiß drauf hüpfen rein? Falls sie sterben, dann hole ich mir noch die Tränke. Oh oh. Ich hab mir niemals gedacht, dass ein Junge wie du mir so viele Probleme bereiten wird. Es ist unglaublich, dass du meinen alten Ego, Aghanim, den bösen Zauberer, besiegt hast. Zweimal sogar. Aber ich werde dir nie das Treffers geben. Ich werde dich zerstören und werde meinen Wunsch, die beide Welten, die Lichtwelt und die dunkle Welt, erobern zu wollen, der Wunsch wird dann wahr werden. Ohne eine Verzögerung. Oh oh. So, wie ging der nochmal? Ah ja. Geht das so? Nö. Komm her. Das ist keine Chance. Ups. So geht's ja nur. Oh oh, es macht er was Neues. Gut. Ah, das kennen wir ja schon von links Awakening. Autsch. Autsch. Oh, wir könnten theoretisch was. Schauen wir mal, wie lange die Magie reicht. Alter, wie hält denn die aus? Jetzt. So, jetzt habe ich nur noch die B und die So, jetzt kommt die Fee noch zum Einsatz. Aber die fühlt sich gut gar nichts mehr auf. Du machst das ganz gut. Aber kannst du auch durch das... Kannst du auch das Geheimnis... Die geheime dunkle Technik brechen? En garde! Schauen wir mal, ob es kann. Ach so. Ganz so witziger. Ah shit, das... jetzt brauche ich die Magie. Gerne, du hast gewonnen.
Du hast gewonnen, gib auf. Du bist einfach der Bessere. Ich hab verloren. Okay. Gut. Save and continue. Ich glaube, ich muss wieder offscreen ein paar Rubine farmen. Deswegen machen wir das so. So. Und aus diesem Grund. Ich werde schon wieder einen Cut setzen. Genau, teleportieren muss ich da schnell hin. Und ja, ich werde das Rubine farmen, werde mir Drecke kaufen und dann sehen wir uns gleich wieder bei Ganon. So. Also brauche ich noch mindestens einen grünen Trank, dass ich meine Magie auffülle. Und vielleicht nur einen. Ja, vielleicht kaufe ich mir gleich 5 blaue. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder bei Ganon. So, da bin ich wieder. Ich nehme euch einfach jetzt schon mal mit. Weil jetzt haben wir gleich 800 Rubine. Ich habe jetzt kurz ausgerechnet, wie viele Rubine ich brauche. Und das sind tatsächlich 800. So, und jetzt machen wir folgendes. Jetzt gehen wir wieder zur Hexe. Zu unserer besten Freundin im Spiel. Die ist viel nützlicher als Zelda. So. Und kaufen hier jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So. Trinken den einmal gleich. Und kaufen wir ihn ein fünftes Mal. Perfekt. Sodala. Und jetzt brauchen wir wieder einen Vogel. So, das wollen wir uns nochmal abholen. Dann so, jetzt aber. Jetzt wollen wir nach Kakariko wieder fliegen. Dass wir wieder rauf können. Den heben wir weg. Und betreten jetzt wirklich das letzte Mal wahrscheinlich die Scherbenwelt. Scherbenwelt. Jetzt bin ich schon bei WoW. Die dunkle Welt. So. Und jetzt noch einmal zur Pyramide. So, schauen wir mal, ob ich den Weg jetzt finde. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal da runter. Autsch. So, einmal. Hier kommt der Stein weg. Dann hier durch. Da müssen wir nach oben zu unserer Hütte. So, die besiegen wir, weil die werfen mit einer Sperre. So, hier durch. Genau, sind wir wieder hier, da brauchen wir gleich einen Hammer. Klopp, klopp, klopp. Und nach oben. So, auch hier nach oben. Aber nicht ganz nach oben, sondern nur bis dahin. Genau. Sodala. Und jetzt nochmal zur Spitze, dann sind wir eh schon wieder da. Ja, Rubine werden wir jetzt wirklich nicht mehr brauchen, aber was soll's. So, und hier werde ich jetzt aber trotzdem noch, vorsichtshalber, einen Safe-Stat setzen. So. Weil sollte ich hier wirklich den Boss aus irgendeinem Grund nicht schaffen, dann kann ich den Safe-Stat laden, weil sonst würde ich genau dasselbe wieder machen. Und das wäre dann doch ein bisschen zu langweilig. So, genau, das haben wir schon alles gehört. Und jetzt geht's aber dann Kragen. So. Na komm. Könnten ihn zweimal sogar treffen. Autsch, okay, das war blöd. Jetzt vielleicht sogar dreimal, weil wir gerade bei ihm waren.
Ah, jetzt macht er den Scheiß wieder. So. Da haben wir sehr schon viel Herzen verloren. Ich glaube, ich werde das wirklich tatsächlich wieder so machen, bevor ich einen Trank nehme. Ich glaube, es ist der Weg der bessere. Es leckt, weil ihm da einfach so viel Schaden zufügt. Zack, 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 zack. Okay, das war's mit zack. So. Jetzt. Und jetzt ist das bei mir vorbei. Genau. Und sobald es finster wird, werde ich mal als erstes meinen Trank nehmen. So, jawohl, jetzt, genau, jetzt macht das nämlich wieder finster. Jetzt nämlich. Das heißt für mich, dass ich jetzt einmal das mache. Ach so! Das ist aber Halunke. Oh, und jetzt. Ah, scheiße, es war zu langsam, weil ich dumm bin. Okay, ich bin nicht mehr länger dumm jetzt. Ma, zünd an! Link, Alter! So, jetzt nehme ich mit dem Liftfeil. Bam! So. Okay, gut. Einmal und schießen. Fuck. Ah, shit, okay. Okay, fliege ich und... Hä? Wo bin ich jetzt? Wenn... Ja, ja, sicher habe ich es verstanden. Okay. Den haben wir nicht gerechnet. So, und halt nochmal. Ups, okay. Ich meine, ich denke jetzt aber nicht, dass jetzt wieder der ganze Bossfeld von vorne anfängt. Weil es war da ein wenig zu brutal. Der ganze Bossfeld fängt wieder von vorne an, wirklich. Okay. Okay. Dann muss halt mehr aufpassen. Autsch. Machen wir den Schmäh wieder. Ah, okay, sehr schön in der Phase. Okay. Das war eigentlich der Moment, wo ich ein Safe-State laden würde. Weil... Wie viel haben wir jetzt noch? 3 Stück, okay. Weil auf... Ja. Keine Ahnung, was jetzt schon wieder passiert ist. So. Ja, probieren wir es halt nochmal. Ja, ja, bla bla bla. Du wirst dich nur wundern. Okay, das geht jetzt schnell. Ich mache jetzt aber, glaube ich, gleich den hier. Mein Terra-Phasen. Das ist mir wirklich so lieber. Schauen wir, vielleicht haben schnell genug Schaden zufügt. Okay.
Okay. Achso. So. Wie gesagt, ich muss um. Ganz aufpassen, ich darf da nicht runterfallen. Passt, jetzt kommt seine brenngeheime Technik. Na, na, sorry, 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 sorry. Alles was recht ist, aber nicht das. Vielleicht wird er da wirklich. Oha. Na! Ja, warum schießt du schon wieder in die Richtung, Link? So. Wird Fackeln anzünden. Gut. Achso, das wieder. Boah. Okay. Machen wir so. Ja. Hm. Na, das. Sorry, das ist vielleicht jetzt wirklich schon schummen, aber das ist sowas von lästig. Das war schon beim Moldorn extrem unnötig. Und das werde ich da jetzt auch so machen. Das wollte. So, jetzt aber. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben es durch. Oh. Oh. Willkommen, Dominik. Ich bin die Essenz vom Triforce. Das Triforce wird dir jenen Wunsch gewähren, der in deinem Herzen und in deinen Gedanken liegt und dir das Triforce berühren. Wenn eine Person mit einem guten Herz es berührt, werden seine guten Wünsche wahr werden. Weil es eine böse Person das Triforce berührt, werden seine bösesten Wünsche in Erfüllung gehen. Je stärker der Wunsch ist, desto mehr Kraft wird das Triforce aufwenden, um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Ganons Wunsch war, die Welt zu erobern. Und diesen Wunsch hat das goldene Land zu dem dunklen Reich verwandelt. Ganon hat hier seine Kraft verstärkt. Und so konnte er die Lichtwelt erobern. Und machte seinen Wunsch wahr. Aber jetzt, hast du Ganon komplett zerstört. Deine dunkle Welt wird verwaschen.
Das Triforce wartet auf seinen neuen Besitzer. Deine goldene Macht liegt in deinen Händen. Und jetzt berühre es mit dem Wunsch, der in deinem Herzen liegt. Ja, und das hat sich hier Link gewünscht, zuerst einmal, dass der König wieder lebt, der ja auch von Aghanim oder beziehungsweise von Ganon getötet wurde. Der Loyal Sage, boah, wie kann man das schon wieder übersetzen, auf jeden Fall, dass hier der wieder lebt. Und ganz wichtig, ja, Sahasrara ist auch wieder nach Hause gekommen. Die Vultures beherrschen die Wüste. Oh, das ist der. Hi. Der Mobber hat einen Freund. Ah, das waren die zwei. Ja, der Onkel hat sich auch wieder erholt, Gott sei Dank. Da er in der ersten Folge bei unseren Augen gestorben ist. Dann, es gibt wieder Flippers zu verkaufen, also diese Flossen. Dann, ja, die Hexe und sein Assistent. Wie geht's denen? Die sind einfach nur am Werkeln. Die machen das, was sie schon immer gemacht haben. Ein paar Safteln. Dann die zwei Zwillinge, die Holzfäller-Zwillinge, den Regenwald zerstören. Hey, ja, ihr zerstört den Regenwald. Oh, ah, und der Junge lebt auch wieder. Ah, das ist schön. Der Junge lebt auch wieder. Der Flötenjunge spielt auch wieder. Ah, sehr schön. Dann haben wir Venus, die Königin der Feen. Ist es die... Ja, ich dachte... Nee, ist die normal, okay. Da ist mir gerade Venus, wegen der Venus-Figur, dass das hier die festere ist. Die Zwergenschmiede hier. Die werkeln auch immer noch. Auch immer noch glücklich. Langsam zu tun haben, sind die auch wieder vereint. Oh, der käferfangende Junge, ist der wieder gesund? Ich hoffe, der ist wieder gesund. Der müssen wir noch den Cashew zurückgeben, eigentlich. Aber vielleicht hat er das auch vergessen. Da ist er. Ne, hat er nicht vergessen. Oder dann neuen bekommen. Wer weiß. So, dann der verlorene alte Mann. Wie geht's denen? Oh, der geht's auch sicher gut. Ja, hier ist er. Der anscheinend nicht an Höhenangst leidet. So, dann haben wir die Walddiebe hier. Hi, du bist gemeint. Und das Masterschwert wurde zurückgegeben und es schläft wieder, und aber diesmal für immer. Die Frage ist, schläft es auch wirklich für immer? Weil in dieser Timeline kann es gut sein. Ich wüsste es gerade nicht. Was fehlt denn jetzt noch in dieser Timeline? Ist das Oracle of Ages und Seasons? Sonst noch was? Ich weiß das jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Weil dann irgendwann die letzten zwei Spiele in dieser Timeline sind eben Zelda 1 und Zelda 2. Die haben wir gespielt. Und in beiden Zelda-Teilen hatten wir, glaube ich, nicht das Master Schwert. Und somit könnte es wirklich sein, dass in dieser Timeline hier das Masterschwert nun für immer ruht. Aber das war's auf jeden Fall hier mit The Legend of Zelda, A Link to the Past. A Link to the Past, wie man in Österreich sagen wird. Ja, was für eine Reise.
da hat gerade mein Mikrofon rot ausgeschlagen. Aber ja. Ja, was soll ich sagen? Für viele ist ja, da habe ich glaube ich auch ganz am Anfang erwähnt, A Link to the Past, das großartigste Game, das es überhaupt gibt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es, denke ich mal, gerade jene Leute betrifft, die noch eine Generation über mir sind, weil für mich persönlich, und das wird ja dann auch gleich mein nächstes Let's Play werden, für mich persönlich ist The Legend of Zelda Ocarina of Time das beste Game oder mein absolutes Lieblingsgame. Und ich bin halt mit dem Spiel einfach aufgewachsen. Für A Link to the Past war ich dann doch noch etwas zu jung, daher kannte ich das eben noch nicht. Aber mit Ocarina of Time bin ich eben aufgewachsen und daher ist das für mich mein absolutes Lieblingsgame. Wenn jetzt jemand aber sagt, A Link to the Past ist das beste Spiel, das es gibt, kann ich das absolut nachvollziehen. Es ist auch ein großartiges Game, da kann man überhaupt nichts sagen. Ich bin froh, dass ich das Ganze auf der Switch spiele. Und weil, da habe ich die Möglichkeit, dass ich das hier mache. Ups. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen schummeln ist, ich habe es wirklich versucht. Ich habe es versucht, dass ich es vermeide. Aber eben an die zwei Stellen, bei Moldorn und hier bei Ganon jetzt, musste ich es einsetzen, weil sonst wäre das Ganze wieder von vorne losgegangen. Wer weiß, wie oft ich da noch runtergefallen wäre. Und das wollte ich jetzt fürs Let's Play, wollte ich das ersparen. Wenn ich es privat gespielt hätte, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Da hätte ich natürlich das durchgezogen und wäre dann wieder raufgegangen und hätte den Boss nochmal von vorne begonnen. Aber fürs Let's Play habe ich es halt gemacht. Ne? Ganz klar. So. Ja, aber wie gesagt, A Link to the Past, ein großartiges Game. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, was mir gefällt, A Link to the Past oder Link's Awakening, es ist schwierig, weil es ist schwer zu vergleichen, weil Link's Awakening ist ein Remake und das hier ist eben noch ein Retro-Game, sag's mal so. Und oh, die Musik ist wieder so gut. Was sind das für eine Zahlen da? Das frage ich mich gerade. Wie oft ich gestorben bin? Kann gut sein. Okay. Ja, genau, 6 Mal bin ich gestorben. Wäre wahrscheinlich öfters gewesen, wenn ich den Zurückspulen-Funktion nicht verwendet hätte. Aber gut. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ja, genau. Es waren beides. Ich finde, sowohl Link's Awakening als auch in Link to the Past waren beide die End. Waren beide großartige Spiele, haben mir beide sehr gut gefallen. Also ich könnte mich da jetzt auf die Schnellen nicht entscheiden, was mir mehr gefallen hat. Aber gut. So, jetzt. Kommt da noch was? Muss man was drücken? Lass das mal. Ja. Ansonsten, ich habe alle Herzteile gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich wirklich alle Herzteile finde. Mit dem hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber ich habe es geschafft. Ja, sonst gab es ja kein Collectible. Normalerweise, oder das kommt dann wahrscheinlich in den späteren Zelda-Spielen, gab es immer 2 Collectibles, meistens eben die Herzteile und dann noch irgendwas Zusätzliches. In Link's Awakening waren es ja die Zaubermuscheln, in Ocarina of Time waren das die Goldenen Skulltulas. In Twilight Princess waren das, glaube ich, die Seelen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, aber hier gab es eben nur die Herzteile, was aber nicht schlimm ist. Ich finde, nur die Herzteile hier als Collectible zu verwenden, ist komplett in Ordnung. Und ja, dafür gab es ja noch andere Upgrades und andere Items zu finden. Und ja. Wie gesagt, von dem her hat das schon gepasst. So, kann man das jetzt irgendwie? Geht es noch irgendwie weiter oder ist das jetzt das Ende? Also es steht das Ende da, aber ja, dann wird es das wahrscheinlich wirklich gewesen sein. Jo, gut, was gibt es noch zu sagen? Ja, wie gesagt, das nächste Let's Play wird dann eben werden Ocarina of Time. Ich habe jetzt für die Switch
einen Nintendo 64 Controller besorgt. Sprich, das spiele ich dann auch wirklich original mit dem Nintendo 64 Controller. Und ich freue mich schon sehr darauf. Also nächstes Wochenende geht es los. Kurz vor Neujahr dann. Oder wahrscheinlich werde ich es erst nach Neujahr machen. Weil Neujahr ist ja am Samstag. Und da werde ich davor nicht dazu kommen, dass ich eine neue Aufnahmesession aufnehme. Oder die erste Aufnahmesession von Ocarina of Time aufnehme, weil ich muss ja auch noch das Projekt vorbereiten, eine Thumbnail-Vorlage erstellen und so weiter. Das dauert ja auch alles seine Zeit. Und ja. Aber gut. So, liebe Leute. Das war's aber jetzt mit The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen. Auch für die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe. Ich muss sagen, ich habe gerade mit dem Advent Special 3 Projekte gleichzeitig am Laufen. Resident Evil 7 und Christmas Stories. Und A Link to the Past hatte mit Abstand immer die meisten Aufrufe. Und das hat mich schon sehr gefreut. Ich habe auch während dem Projekt auch einiges an Abonnenten dazu gewonnen. Auch das hat mich sehr gefreut. Also auch vielen Dank dafür. Und ja, würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn ihr dann auch zu The Legend of Zelda Ocarina of Time dann wieder einschalten werdet. Und ja, wenn ich jetzt sehe, dass ich schon fast 3 Stunden aufnehme, läuft es mir kalten Rücken runter, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das schneide. Punkt 2, habe ich keine Ahnung, wo ich die Cuts gesetzt habe. Das muss ich auch noch rausfinden. Und ja, aber das lasst alles meine Sorge sein, das mache ich schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder fürs Zusehen. Wir sehen, hören uns dann wieder bei meinem nächsten Projekt oder vielleicht bei einem anderen Projekt. Ihr könnt auch gerne, wenn euch Horror gefällt, könnt ihr euch gerne auch bei Resident Evil vorbeischauen oder bei irgendeinem anderen Projekt. Resident Evil habe ich ja die gesamte Reihe fast schon durchgespielt, die Hauptreihe. Es fehlt nur noch Village, also der 8. Teil. Und dann habe ich es durch. Okay, Code Veronica habe ich auch nicht gespielt. Aber sonst habe ich von der Hauptreihe wirklich jeden Teil gespielt. Oder ja, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann müsste es der, was ist denn das dann? Es müsste eigentlich der 8. Jänner sein. Eigentlich schon, ja. Oder der 16. Da habe ich mich auch schon mal getäuscht übrigens, ich glaube, das habe ich gerade erwähnt. Ich habe bei der Folge, die am 25. Dezember online kommt oder gekommen ist, habe ich euch, glaube ich, ein gutes neues Jahr gewünscht. Das habe ich ein bisschen verkackt. Was ist das da oben? Einen Moment. Hallo. Lol. Alter. Bitte war das auf Fliegen. Einfach nur auf Fliegen. So, kurze Krisensitzung. So, ich werde die Aufnahme-Session beenden, weil da war gerade irgendein Viech und ich hoffe, es war eine Fliege. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Projekt oder bei einem anderen Projekt wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom. Wo ist das Viech?